Weiter geht's mit den geistigen Gesetzen der hermetischen Lehre. Markus hier und wir sind beim zweiten Prinzip angelangt, dem Gesetz der Analogie. Vielleicht etwas verständlicher, wenn wir es das Gesetz der Entsprechungen nennen. Es besagt, dass alles seine Entsprechung auf einer anderen Ebene, in einer anderen Form hat, aber eben zur gleichen Qualität. Wir können zwei Formeln aufstellen. Zum einen besagt das Gesetz, wie oben, so unten. Da hatten wir schon ein gutes Beispiel im ersten Gesetz, das Gesetz der Geistigkeit oder Mentalität, besagt, dass auch der Mensch und seine Schöpfung im selben Verhältnis stehen wie das All zum Universum und das Universum zu uns Menschen. Also wie oben, so unten. Eine andere Gleichung, wie innen, so außen. Ein gutes Beispiel hierfür, wo alles enthalten ist, wir können zum Beispiel sehen, dass Atom und seine Hülle dieselbe substanzielle oder denselben strukturellen Aufbau hat wie das Universum und die Planeten. Jetzt mögen natürlich ein paar Atomphysiker kritisieren, dass ja die Elektronen nicht in derselben Umlaufbahn kreisen wie die Planeten oder irgendwelche Planeten um Sonnen oder Monde. Ja, das mag so stimmen, aber nur bei einer niedrigen Frequenz. Wenn die Neuronen ein bestimmtes hohes Schwingungsniveau haben, ist tatsächlich auch diese Umlaufbahn identisch. Ein einfaches Beispiel wäre, der Mensch besteht aus 70% zu Wasser, genau wie die Erde auch aus ungefähr 70% Wasser besteht. Wie oben, so unten, wie innen, so außen. In der Politik haben wir ein weiteres Beispiel für diesen Ausdruck hier, diese Entsprechung. Wir können sagen, dass die innere Ordnung eines Staates sich auch in der Außenpolitik widerspiegelt, also in seiner Außenpolitik. Heißt, die Regierung reproduziert in gewisser Maßen die im Staat selbst vorherrschende Art und Weise, wie sie Konflikte austragen, auf internationaler Ebene. Das ist auch der Grund, warum Demokratien grundsätzlich keine Kriege gegen andere Demokratien führen. Denn im Staat selbst wird mit demokratischen Werten, also auf friedlicher Ebene, dieses Konfliktlösungsmuster gesucht und angewendet. Bei Diktaturen beispielsweise ist das anders. Da ist es ja so, dass der Diktator mit aller Gewalt seinen Willen und seine Gesetze aufs Volk überträgt oder ihnen aufzwingt. Und genau so verhält es sich auch mit anderen Staaten. Und da ist dementsprechend das Konfliktaustragungsmuster sehr gewaltsam, ein ganz anderes als bei einer Demokratie. Wie innen, so außen. Dafür sind drei Ebenen wichtig zu verstehen, die hier als Grundlage dienen. Die Hermetik sagt, es gibt zwar viele weitere Ebenen, also Subebenen, aber eben auch drei große. Betrachten wir nur mal die drei großen. Und die unterste Ebene, die dritte Ebene, ist die physikalische Ebene. Und die nennen wir jetzt mal körperlich-materielle. Darüber herrscht die geistige Ebene, die nennen wir jetzt mal die mentale Ebene. Und darüber, und das ist die höchste, gibt es auch die rein geistige, die spirituelle Ebene. Wir könnten sie auch als seelisch, die seelische Ebene betrachten. Und das ist wichtig zu wissen, denn hier drückt sich eben auch das wie oben so unten aus. Nehmen wir ein Beispiel, was auch den Schöpfungsprozess klar macht. Wir haben hier vielleicht ein Haus stehen, eine Materie. Wie kam dieses Haus hier in unsere Welt? Dafür müssen wir den Ursprung oben sehen. Irgendwann hatte jemand dieses Verlangen, diesen Wunsch, diesen Traum, ein Haus haben zu wollen, ein Haus zu bauen. Das heißt, hier war das Verlangen, das ging runter auf die mentale Ebene, unser Verstand. Der konnte da eine ganz klare Idee entwickeln, beziehungsweise einen Bauplan in seinem Geist erschaffen, wie er denn das umsetzen will, wie er das baut.
So, und dann ging es in die dritte Ebene und dann kam er ins Tun, durch seinen Körper vielleicht auch, oder er hat Leute engagiert, die das Haus gebaut haben. Und somit ist der Geist sichtbare Materie geworden. Aber der Ursprung war auf dieser Ebene. Das heißt, alles, was Materie und Körper ist, ist die niedrigste Ebene, ist nur die Manifestation von einem Geist, eine Idee von einem Geist. Das, was wir hier in der Welt sehen, von Eisenbahnen, Autos, Flugzeugen, diesem Stift hier, dem Hut, ist nur die dritte Ebene von einer geistigen Vision. Der menschliche Körper oder alles, was wir in der Natur finden, die Natur an sich, ist eine Manifestation von der Idee aus dem Geist des Universums. Und das Universum ist wieder eine Idee des Alls. Wie oben, so unten. Das heißt aber auch, ich nehme mal eine andere Farbe, das heißt aber auch, wenn alles Körperliche auf der dritten Ebene ist, dass dort auch zum Beispiel Krankheit, was wir als Krankheit fühlen, auch hier manifestiert ist. Das heißt, unser Gesundheitszustand, wie wir jetzt, in welcher Verfassung wir jetzt gesundheitlich sind, muss unserem Geist entsprechen, unserer Geisteshaltung. Das macht Sinn, sich zu hinterfragen, wenn ich eine chronische Krankheit habe, was ist die Entsprechung auf einer höheren Ebene? Und so können wir alles erklären bzw. besser nachvollziehen und Lösungen finden, denn die Lösung für ein Problem auf dieser Ebene findet sich fast nie auf derselben Ebene, sondern auf einer darüber oder sogar auf der höchsten. In der mentalen ist auch unser Ego. Das heißt, auch Krankheit und, oder alles, was uns wütend macht, die Gefühlszustände, das ist das, mit was sich das Ego irgendwann identifiziert. Das ist dem Ego gehalten, wie wir uns selbst wahrnehmen. Das bilden wir vor allen Dingen im Laufe der frühen Jugend, wo wir sehen, wer sind wir, ein Bewusstsein über uns selbst bekommen, im Spiegel von der Gesellschaft. Und das verhärtet sich natürlich. Das heißt, viele Krankheiten sind einfach nur hier in diesem Ego enthalten. Wenn wir eine Stufe darüber gehen, wenn wir ins reine Sein kommen, auf der seelischen Ebene, ich habe dazu auch mal ein Video gemacht mit dem Hammergleichnis, bitte gerne anschauen, da findet das alles nicht mehr statt. Da ist es nur noch die reine Lebensenergie, das reine Bewusstsein, der reine Geist. Und der ist frei von diesen Dingen, frei vom Verstand und frei vom Körper. So, schauen wir uns diese Gleichungen nochmal an. Oder sagen wir auch Entsprechungen. Innen wie außen. Das heißt doch auch, dass unsere Außenwelt, das, was wir hier sehen, eine Reproduktion unserer Innenwelt ist. Aber eine latente. Latent deshalb, weil, und hier sind wir auch ein bisschen beim Gesetz der Anziehung und auch ein Fehler, wenn man so will, den viele machen bei der Anwendung des Gesetzes der Anziehung, dass sie eben sofort nach Beweisen ihres Wunsches sehen. Sie wünschen sich was und denken, es muss jetzt gleich manifestiert werden in ihrer Außenwelt. Und wenn das nicht passiert, dann geben sie schnell auf und sagen, siehste, klappt nicht bei mir. Es ist latent, denn wir schaffen es noch nicht, einen Wunsch sofort als Glaubenssatz in uns zu installieren, sage ich mal, zu programmieren. Und das ist das Entscheidende. Uns geschieht nicht nach dem, was wir uns wünschen, sondern uns geschieht nach dem, was wir glauben. Unser Unterbewusstsein ist der Link zum universellen Geist und hier findet die Schöpfung statt. Und deswegen auch die Entsprechung. Wenn ich mir Glück wünsche, oder sagen wir mal, ich wünsche mir glücklich zu sein, dann kann das doch auf ganz vielen Arten sich ausdrücken. Aber wie wir am Anfang von der Definition geklärt haben,
Alles hat seine Entsprechung, aber in anderer Form, jedoch derselben Qualität, aber eben auch auf anderer Ebene. Das heißt, ich werde, wenn ich wirklich den Glaubenssatz habe, ich bin glücklich und zufrieden, dann passieren mir Dinge, die dieses Gefühl hervorrufen. Was das ist, kann alles Mögliche sein. Das sind alles nur Auslöser. Dasselbe ist natürlich, wenn wir das Beispiel Armut nehmen. Ich kann mir zwar Reichtum wünschen, abgesehen davon, dass Reichtum viel zu unpräzise ist, um es als Wunsch zu deklarieren, aber solange ich mich nicht fühle, als wäre ich reich, Reichtum als Gefühl installiere, wird sich das Außen nicht ändern. Und hier sind wir auch, wenn wir schon bei Gleichungen sind, letztendlich kann man das ja auch andersrum betrachten. Das wäre das Gleiche, wie wenn ich sage, außen ist innen. Würde ja eigentlich das Gleiche bedeuten. Aber wenn du kein Araber bist oder oft Hebräisch liest, dann macht diese Betrachtungsweise viel mehr Sinn. Denn in der lateinischen Schrift lesen und sehen wir ja von links nach rechts. Und das ist ein großer Unterschied. Denn wenn ich immer mich so fühle oder meine Innenwelt der Außenwelt anpasse, dann wird sich nie was verändern. Nehmen wir das Beispiel Armut. Ich wünsche mir zwar mehr Geld oder mehr Reichtum, mehr Fülle, aber ich sehe eben in die Außenwelt, in meine Lebensumstände und sage, ja, das Einkommen ist schlecht, alle um mich herum sind auch nur eine niedrige Arbeiterschaft, wir verdienen nichts, wir nagen am Hungertuch. Das bestätigt also alles mein Gefühl, mein Glauben von Armut, meine Identifikation mit Armut. Wenn ich das jetzt aber andersrum betrachte, dann habe ich eine ganz andere Macht. Dann weiß ich nämlich auch, dass sich die Außenwelt meiner Innenwelt anpasst. Und zwar latent. Eine Latenz ist ja eine Zeitverzögerung. Als Musiker würde man vom Delay sprechen, dass man so als Effekt einbaut auf die Stimme oder auf den Sound. Wenn ich also Armut in Reichtum verwandeln will, dann muss ich zum einen präziser werden und zum anderen muss ich erst meine Innenwelt anpassen und mich reich fühlen. Und nicht im Außen danach suchen, ob das stimmig ist. Denn die Außenwelt ist die Reproduktion der Zukunft auf meine Innenwelt. Auf meine Gedanken, auf meine Glaubenssätze, auf das, was ich erwarte. Das heißt, wir müssen die Kraft entwickeln, uns nicht vom Außen lenken zu lassen und, ich sag mal, besser denken und fühlen, als es uns die Gegenwart gerade spiegelt. Denn sie spiegelt nur uns. Sie zieht das an, was wir von ihr halten, was wir denken, was wir wert sind, was wir verdient haben. Und deswegen ist der Ansatz hier. Und wenn wir jetzt sagen, innen mal x ist außen, dann haben wir hier eine Variable, die wir super selbst in der Hand haben. Denn wenn ich jetzt sage, meine Innenwelt von der Skala von 1 bis 10, wie ich mich fühle, mein Gefühl ist eine 2, ich möchte aber, dass mein Leben, meine Realität eine glatte 10 wird, dann weiß ich, ich kann da nur hinkommen, wenn ich meine Schwingung erhöhe, da kommen wir noch hin im nächsten Gesetz. Das heißt, dann muss ich mich erhöhen, dann muss ich meinen Wert und meinen Glauben in dem Fall mit 5 multiplizieren, damit sich dann langsam irgendwann meine Innenwelt der gewünschten Außenwelt anpasst. Ansonsten bleibe ich bei 2 ist 2, weil ich multipliziere es mit 1, ich bleibe so, wie ich bin. Ich schaffe es nicht, mich besser zu fühlen und größer zu denken, als es die Außenwelt mir gerade reflektiert. Und das sagt uns auch, dass mit dieser Ansicht, außen ist innen, die zwar auch stimmt, aber wenn du so von links nach rechts gehst, bist du ein Opfer der Realität. Du passt dich deinen Lebensumständen an und sagst, ja, weil dies und das so ist, fühle ich mich so. Wenn du es umdrehst, wirst du vom Opfer der Realität zum Schöpfer der Realität.
und du sagst, nein, ich fühle mich jetzt anders, nämlich so, wie ich es mir wünsche, und sehe dann nach und nach die Außenwelt sich dem angleichen, in einer Entsprechung, eine Analogie bilden. Und dafür müssen wir uns von etwas lösen. Nämlich, wir sind hier bei, im Englischen sagen wir Instant Gratification, also die sofortige Befriedigung. Wir sind hier beim Lustprinzip, also die Tendenz des Menschen, dass er immer seine Bedürfnisse gleich befriedigt haben will. Das ist für die basalen Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse, teilweise ja auch völlig richtig und natürlich. Wenn wir Hunger haben, sollten wir essen, wenn wir Durst haben, sollten wir trinken und so weiter. Aber eben auch alles, wodurch wir Lust erfahren, wollen wir gleich spüren, gleich haben. Das heißt, wenn wir das jetzt in einer kleinen Skizze ausdrücken wollen, dann ist es so, dass wir sagen, wir sind jetzt zum Beispiel hier und wollen erstmal schnell die Lust befriedigen. Ja, sei es zum Beispiel den fetten Schokoladenkuchen oder die lieber jetzt schnell ein bisschen auf der Xbox zocken, anstatt noch das fürs Studium zu tun. Ja, alles, was uns halt gerade mehr befriedigen würde. Dann ist es erstmal von unserem Lebensglück, sagen wir mal, die Y-Achse ist unser Lebensglück, unser Wohlbefinden, erstmal hoch. Aber langfristig wird es immer wieder runtergehen. Ja, weil dadurch kannst du kein Leben aufbauen, du kannst deine Träume nicht erfüllen, du musst einfach investieren, um langfristig davon was zu haben. Und hier gehst du immer weiter so runter, mit kleinen Hochs, du befriedigst wieder Gelüste, aber kommst eigentlich in eine Abwärtskurve. Anders ist es, wenn du bereit bist, kurzfristige Arbeit zu investieren. Und mit Arbeit meine ich alles, was uns erstmal schwer fällt, weil es gegen unsere unterbewusste Programmierung arbeitet. Denn sobald es in deinem Unterbewusstsein ist, zu einer Gewohnheit geworden ist, fällt es dir nicht mehr schwer. Es fühlt sich nicht mehr wie Arbeit an. Wenn du es also schaffst, kurzfristiges Leid in Anführungsstrichen in Kauf zu nehmen, wirst du langfristig Rendite bekommen. Ja? Und es wird sich immer weiter nach oben entwickeln. Das heißt, wir müssen uns von dieser Instant Gratification lösen und bereit sein, auch kurzfristig für langfristiges Glück, kurzfristig etwas Arbeit zu investieren. Und das muss nicht unbedingt die körperliche harte Arbeit sein, sondern einfach vor allen Dingen mit dem Geist. Das heißt, dass du dir deine Ziele genau visualisierst, vorstellst, dein Gefühl änderst, deinen Glaubenssatz hinterfragst, den Glaubenssatz umschreibst. Ich mache da noch genug Videos dazu, wie wir das schaffen, damit du diese Kurve, diese Lebenskurve fahren kannst und nicht diese. Denn wie innen, so außen. Und das sagt uns das Ganze hier, dass wenn wir etwas verändern wollen in unserer Außenwelt, in der Welt, müssen wir bei uns selbst anfangen, in uns selbst. Das Innen wird das Außen verändern, weil sich das Außen dem Innen anpassen wird. Wir haben die Variable hier und damit ist das einfach nur der Spiegel unseres Innenlebens. Noch ein Wort zu dieser Gleichung. Das sehen wir in allem. Es hilft, wenn wir in die Welt hinausgehen, die Welt uns anschauen, unsere Realität und sie hinterfragen und immer fragen, was lässt das jetzt für Rückschlüsse auf mich selbst zu, auf meinen Geist, auf meine Geisteshaltung und meine Glaubenssätze. Denn wir sehen die Dinge nicht wie die Dinge sind, wir sehen die Dinge wie wir sind. Ob etwas rot oder grün ist, bestimmt unser Gehirn, wie es es wahrnimmt. Aber frag mal jemanden mit Rot-Grün-Schwäche, der wird dir was anderes sagen. Ob etwas gut oder schlecht ist, bestimmen wir, wie wir die Dinge labeln oder die Situationen. Es ist doch alles in allem enthalten. Aber gut und schlecht wird es hauptsächlich, wie wir die Sache sehen, wie wir sie bewerten. Und das gilt auch für Menschen. Meistens ist es so, dass etwas, das bei einem Charakterzug, bei einem anderen Menschen eine starke Emotion bei mir auslöst, oder ein Ärgernis oder Bewunderung, irgendwas. Frag dich,
was hat das mit mir zu tun? Denn es hat was mit dir zu tun. Sonst würdest du dafür gar kein Bewusstsein haben. Also all das, was wir wirklich wahrnehmen und vor allen Dingen starke Gefühle in uns erzeugen, hat was mit unserer Innenwelt auch immer zu tun. Und somit kommst du weiter. Somit kannst du wachsen, dich hinterfragen und dein Leben und deine Realität langsam ändern, weil du deinen Kern erkennst und wie du dort geprägt und programmiert bist. Und wenn wir das jetzt alles zusammenfassen wollen, sagen wir wollen die Quintessenz daraus ziehen, dann ist das: Gleiche dich nicht der Umwelt und den Lebensumständen an, sondern lass diese sich deiner jetzt besseren Innenwelt und Geisteshaltung anpassen. So schaffst du Veränderung. Denn wie innen, so außen, wie oben, so unten. Um da noch mehr in die Tiefe zu gehen, wo wir auch noch stärker zum Gesetz der Anziehung kommen, finden wir im nächsten Gesetz der Schwingung. Ich hoffe, ich kann dich da wieder begrüßen und sage, Baby, let's grow.